Hallo, willkommen zurück zu meinem Kanal und zum neuen Video. Heute mache ich eine afrikanische Erdnuss-Lauchsuppe. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Wirklich toll. Die einzige Zutat, die ich hier nicht habe, ist der Honig. Dafür benutze ich den Agaven-Dicksaft. Und das war eine tolle Idee, muss ich sagen. Ich habe nämlich auch auf den Zucker verzichtet. Okay, wir fangen an mit der Zwiebel. Die wird in Ringe geschnitten und der Knoblauch klein gehackt. Und die Möhrchen werden in bionischem Alltempo in kleine Scheibchen geschnitten. Was ich gerne benutze, ist Kokosöl zum Anbraten. Das ist sehr neutral vom Geruch und es brennt auch nicht so schnell an, was man darin anbrät. Und in dem Fall ist es nun der Knoblauch und die Zwiebel. Die werden angedünstet. Und hinzu kommen dann die in kleinen Scheiben geschnittenen Karotten. Das alles wird dann nochmal schön miteinander verrührt. Und zum guten Abschluss noch den Weißwein dazugeben und das Ganze auf leichter Flamme einreduzieren. Danach wird der Lauch geschnitten, auch im bionischen Tempo bitte. Und was ich dann noch dazu gebe, als das einreduziert wurde, ist dann halt 2 Teelöffel Currypulver und dann einen Esslöffel Agaven-Dicksaft. Wie gesagt, ich habe daraufhin noch auf den Esslöffel Zucker verzichtet, weil das schon diese Süße gab. Und es war einfach perfekt vom Geschmack. Jetzt kommt der Lauch. Der wird dazu gegeben. Alles nochmal miteinander verrühren. Und die Gemüsebrühe dazu geben. In der Zwischenzeit, wenn das alles köchelt, röste ich die ungesalzenen Erdnüsse an. Wie gesagt, vorsichtig, das geht sehr, sehr schnell und sie können sehr, sehr schnell verbrennen. So, das Süppchen ist nach etwa 6 Minuten eigentlich ganz gut eingeköchelt. Dazu kommen jetzt die 2 Esslöffel Erdnussbutter. Die Kokosmilch und die Schlagsahne. Das alles wird dann noch einmal verrührt, aber zuvor gebe ich noch die Erdnüsse dazu. Das kann man bereits machen, weil die werden nicht so schnell weich, die werden schön knusprig bleiben und das gibt auch diesen gewissen Kick und Akzent dieser Suppe. Die Suppe verrühren, eventuell noch leicht einmal aufkochen, aber das war es dann auch. Und wie ihr seht, verändert sich schon die Farbe, wird ein bisschen erdnussig, erdig. Und das war's schon. Die wird serviert mit Chiliöl, das ich darüber träufle. Und man kann Baguette dazu geben oder Reis, passt auch ganz gut. Es ist also für jeden alles offen, was er dazu geben möchte. Und sie schmeckt einfach unwiderstehlich gut. Wenn ihr das mögt, probiert es aus. Sie ist wirklich toll. Und ich wünsche euch gutes Nachmachen und gutes Gelingen. Bis bald und tschüss.